Pater Zollner, im Paulusdom sprechen Sie beim geistlichen Themenabend zu dem Thema Kinder schützen. Was sind Ihre Kernbotschaften, die Sie dort vermitteln wollen? Das Wichtigste ist, dass wir als Christen, als Katholiken, als Kirche in Deutschland, in Mitteleuropa, aber auch weltweit alles tun, damit Kinder geschützt werden. Damit Kinder aufwachsen können in Sicherheit, dass sie das entwickeln können, was an Potenzial in ihnen vorhanden ist, dass wir den Schatz, den sie tragen, auch in die Zukunft entwickeln können. Und da kann Kirche ein Vorreiter sein für viele Gruppen in der Gesellschaft, die sich dafür einsetzen, dass Kinder geschützt werden. Wir können die Kräfte bündeln und wir können zeigen, dass es uns ernst ist mit der Mitte des Evangeliums. Das heißt, wo Jesus sagt, diejenigen, die Kleinen, die Wehrlosen sind, die sollen beschützt werden, die sind mir besonders wichtig. Der Missbrauchsskandal war eine der größten Krisen in der katholischen Kirche in der jüngsten Geschichte. Sie fordern die Kirche dazu auf, in diesem Kampf gegen den Missbrauch nicht nachzulassen. Spüren Sie eine Tendenz, dass dieser Kampf nachlässt? Naja, es gibt eine ganz natürliche, ganz menschliche Reaktion, dass man denkt, jetzt haben wir die Hausaufgaben gemacht, jetzt haben wir die Leitlinien. Die einzelnen Diözesen haben Leitlinien, die Deutsche Bischofskonferenz hat Leitlinien eingeführt, die deutschen Ordensgemeinschaften, manche Institutionen wie Schulen und so haben das eingeführt. Und jetzt denkt man, ja, jetzt ist es genug, wir haben die ganzen pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet in Präventionsschulungen. Jetzt lass es mal gut sein, jetzt haben wir genug gemacht, jetzt können wieder andere Themen ran. Und genau das ist eine der Gefahren. Wenn man mit so einem Thema ganz intensiv auch arbeiten will, muss man auch eine Beständigkeit entwickeln. Und es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Der Herr selbst, Jesus Christus, ruft uns dazu auf, dass wir uns für die Kleinen, für die Wehrlosen, für diejenigen, die sich nicht selber verteidigen können, einsetzen. Das ist im Kern des Evangeliums und deshalb ist die katholische Kirche aufgerufen, dass sie all das machen und einsetzen kann, was ihr zur Verfügung steht. Personal, Geld, alles, was uns an Kreativität auch zur Verfügung steht, damit diejenigen beschützt werden, die sonst keinen Schutz erfahren. Was gehört aus Ihrer Sicht im Einzelnen dazu, wenn Sie von der Kirche verlangen, auf Missbrauchsopfer zuzugehen und ihnen zu Gerechtigkeit zu verhelfen? Das Allerwichtigste, was mir Betroffene immer wieder sagen, ist, dass sie ein offenes Ohr und ein offenes Herz vorfinden wollen. Dass sie nicht betteln müssen um Termine bei Bischöfen oder bei Provinziellen oder bei anderen Kirchenverantwortlichen, damit sie endlich einmal ihre Geschichte erzählen können. Sie wollen dann Zeit bekommen, sie wollen Gehör bekommen. Manche wollen Geld, manche wollen das auch gar nicht. Manche wollen Therapieangebote bekommen, manche wollen das auch nicht. Sie wollen einfach einmal davon reden, wie das war. Und wie sie 10, 20, manchmal 40, 50 Jahre mit diesem Leiden, mit dieser Wunde gelebt haben. Dass sie da einmal auch wirklich das Herz ausschütten können und nicht den Eindruck haben, jetzt abgewimmelt zu werden, sondern dass sich jemand empathisch, zugeneigt ihnen auch widmet. Und dass da keine Termine drängen, sondern dass sie einfach mal über das reden können, auch ihren Ärger loswerden können, auch ihre Enttäuschung, ihre Einsamkeit, dass sie weinen können. Viele Tränen, die über Jahre und Jahrzehnte nicht geweint werden konnten. Und das muss man erstmal aushalten. Deshalb ist da auch manchmal die Schwierigkeit für Kirchenverantwortliche, dass sie davor zurückschrecken, weil das natürlich eine Begegnung mit etwas ist, was sehr unangenehm ist. Ja? Weil ich in den Spiegel schaue, in den Spiegel, den mir Betroffene vor Augen halten und die sagen, das bist du gewesen, Kirche. Du hast mein Leben zerstört durch Priester, durch Diakone, durch andere kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sexuell oder physisch missbraucht haben. Und das auszuhalten, erfordert Mut und erfordert natürlich auch die Bereitschaft, sich dem zu stellen. Also das ist nicht einfach, aber das ist die grundlegende Basis für das, was Kirche anbieten kann. Darüber hinaus gibt es natürlich eine Rechtsprechung, auch innerhalb der Kirche, neben der staatlichen gibt es eine Rechtsprechung, die soll auch entsprechend schnell und zügig durchgeführt werden. Und da hapert es hin und vorne, sowohl bei den einzelnen kirchlichen Stellen vor Ort, aber auch in Rom, wo manchmal die Fälle jahrelang bei der Glaubenskoordination anliegen, weil so viele Fälle kommen, dass die wenigen Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind, auch gar nicht nachkommen mit all dem, was da zu bearbeiten wäre. Das Zweite ist natürlich, dass
das, was man Entschädigung oder Wiedergutmachung oder wie immer man das nennen will, dass da auch entsprechende Hilfe gegeben wird und dass vor allem auch für diejenigen, die Therapieangebote annehmen wollen, alles zur Verfügung gestellt wird, damit diese Personen auch auswählen können, wen sie haben wollen, mit wem sie arbeiten wollen, mit wem sie über das sprechen wollen, was sie zutiefst verletzt und bewegt hat. Sie haben eben die offenen Ohren seitens der Kirche angesprochen, die erwünscht sind. Nehmen Sie denn auch wahr, dass da eine zunehmende Offenheit seitens der Kirchenvertreter vorhanden ist? Ja, es gibt sicherlich sehr viel mehr an Kontakt und Begegnung, als in der Öffentlichkeit bekannt ist. Viele Bischöfe oder Provinzielle treffen Betroffene, stellen sich diesem Gespräch und tun auch sehr viel, um diesen Personen auch entgegenzukommen. Manche von denen wollen das ja auch überhaupt nicht in der Öffentlichkeit diskutiert haben, wollen gar nicht bekannt sein. Manchmal wissen das ja selbst die engsten Familienmitglieder nicht, dass sie diese Personen, diese Betroffenen missbraucht worden waren. Also manche von diesen Personen wollen das auch gar nicht an die große Glocke hängen. Und da tun sehr viele Bischöfe oder Generalvikare oder wer auch immer sehr viel mehr, als man so landläufig weiß. Ich habe vor kurzem den Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz gehört bei einer Tagung in Österreich, wo dieser sagte, wenn ich jemanden begleite im geistlichen Sinn, der oder die missbraucht worden sind, dann bleibe ich auch als Bischof in Kontakt mit diesem Leiden und lasse nicht ab davon, dass ich weiterhin mich einsetze für Prävention und auch für Intervention in Fällen, wo Missbrauch jetzt gerade geschieht, aber auch in der Aufarbeitung dessen, was in der Vergangenheit geschehen ist, wenn man von Aufarbeitung sprechen kann. Sie haben in einem Interview davon gesprochen, dass die Kirche auch von Missbrauchsopfern, gerade aus theologischer Sicht, unglaublich viel lernen könne. Wie meinen Sie das? Naja, also ich beziehe mich auf Personen, Betroffene, mit denen ich im Kontakt bin und die mir erzählt haben über ihre Geschichte und über den Weg, den sie zum Teil über 40, 50 Jahre lang mit diesem Leiden gehen mussten. Und eine Person, die ich zitieren möchte, sagte mir, ohne die Sehnsucht, die mehr oder weniger offensichtliche, meist verborgene Sehnsucht nach Jesus Christus, nach dem, der mir genommen worden war, als ich 9 Jahre alt war, als ich vergewaltigt wurde von einem Priester. Diese Sehnsucht hat mich am Leben gehalten und hat mich auch weitergehen lassen. Darüber zu reden, nicht über Vergebung nur, sondern über Erlösung, über das, was an Heil zugesprochen wird, und zwar auch den Menschen, die unverschuldet verwundet worden sind. Wir reden ja bei Betroffenen von Missbrauch nicht von Menschen, die sich selbst etwas zugefügt haben oder die gesündigt hätten, sondern denen ein großes Unrecht, ein großes Verbrechen geschehen ist. Und zu vermitteln, was das heißt, auch theologisch, dass Jesus Christus für diejenigen da ist, die unschuldig leiden, ist eine große Aufgabe meines Erachtens für die Theologie, der sich die systematische theologische Reflexion meinem Eindruck nach, aber nicht nur meinem, noch nicht gestellt hat. Wie steht es aus Ihrer Sicht inzwischen um die rechtliche Handhabung? Bietet das Kirchenrecht inzwischen genügend Möglichkeiten, um sowohl Täter als auch diejenigen, die es vertuschen, unabhängig von ihrer Hierarchie zu bestrafen und gegen sie vorzugehen? Das Kirchenrecht bietet alle Möglichkeiten, Missbrauchstäter und auch Vertuscher zu bestrafen. Also das Kirchenrecht ist revidiert worden in diesem Bereich 2002 und 2010. Und alles, was hier an Rechtsvorschriften in der Kirche gilt, ist vergleichbar zu dem zum Beispiel, was in Deutschland gilt, was die Verfolgung, was die Verjährung und so angeht. Natürlich müssen wir reden darüber, wie noch klarer definiert wird, was Bischöfen oder Generalvikaren, Personalchefs oder Provinziellen passieren kann, wenn sie nicht dem Kirchenrecht folgen, wenn sie vertuschen, wenn Priester versetzt werden sollten. Ich hoffe ja sehr, dass das in Deutschland heute nicht mehr der Fall ist, aber in anderen Ländern bin ich mir da nicht so sicher. Aber es muss klar sein, dass hier Bischöfe auch gegen das Kirchenrecht verstoßen. Der Papst hat auf seiner Rückreise von Mexiko kürzlich gesagt, dass ein Bischof, der einen Missbrauchstäter, der Priester ist, von einer Pfarrei in die andere versetzt, doch besser um seine Entlassung ansuchen sollte.
Das ist auch möglich, aber nicht nur, wenn der Bischof selber auf die Idee kommt, sondern die Glaubenskongregation hat schon jetzt die Möglichkeit, auch Bischöfe zur Rechenschaft zu ziehen, vor allem wenn es um die Frage der Verletzung von Amtspflichten geht. Das gibt es jetzt schon, nur wir bräuchten eine klarere Definition, was damit auch intendiert ist, wer solche Anklagen auch einbringen kann, wer die Vorermittlungen leitet und wie dann auch Bestrafungen aussehen können. Also die Strafmittel, die Rechtsmittel müssen auch klar sein. Wir brauchen auch sehr viel mehr Rechtssicherheit für Betroffene und für Angeklagte. Wie gesagt, es dauert unter Umständen 5 oder mehr Jahre, bis Prozesse tatsächlich abgeschlossen sind, wenn sie einmal von der Lokalkirche nach Rom an die Glaubenskongregation gemeldet worden sind. Das ist ein unhaltbarer Zustand, weil auch weder Betroffene noch Angeklagte wissen, an welchem Punkt steht der Prozess jetzt und wann kann ich intervenieren oder bin ich nur sozusagen ein rezipierendes Element. Ich werde dann informiert, wie das ausgegangen ist, aber ich habe keine eigene Möglichkeit gehabt, auch meine Position nochmal darzulegen. Also da sind sehr viele Dinge, die im Unklaren sind. Die päpstliche Kinderschutzkommission, der ich angehöre, hat dringend also dem Papst auch diesen Vorschlag unterbreitet. Es möge hier sowohl von der Prozessordnung als auch von all dem, was damit zusammenhängt, speziell also für Priester, die Missbrauchstäter sind, oder Bischöfe, wenn das Missbrauchstäter sind, geklärt werden, wie Prozesse ablaufen, welche Vorgänge da vorgesehen sind. Es muss aber auch geklärt werden, wie mit denjenigen in der Kirchenhierarchie verfahren wird, die sich nicht an das Kirchenrecht halten und die nicht, so wie das die Glaubenskongregation das auch gefordert hat, mit den staatlichen Behörden in dem jeweiligen Land, in dem man ist, entsprechend den staatlichen Gesetzen zusammenarbeiten. Pater Zollner, vielen, vielen Dank für das Interview und für Ihre wertvolle Arbeit in dieser Kommission. Dankeschön. Sehr gern. Danke sehr.